Die Märkte sind euphorisch und gierig und erwarten vermutlich zu Recht, dass die Fed diesmal, nämlich am Mittwoch, die Zinsen nicht anhebt. Aber das ist für die Fed natürlich jetzt eine ziemlich dumme Situation. Wenn du solche Euphorie hast im Markt, die Leute auf dem Papier immer reicher werden, dadurch mehr Nachfrage generieren, dadurch letztendlich die Inflation verfestigen, dann müsstest du eigentlich in eine solche Situation die Zinsen anheben. Auf der anderen Seite hast du diese Bankengeschichte, die sich ein bisschen beruhigt zu haben scheint, zumindest wenn man den saisonal angepassten Daten der Fed, die wohl nicht korrekt sind, glauben darf. Aber steigende Zinsen würden bedeuten, dass eben weiteres Geld wahrscheinlich in Geldmarktfonds fließt, die bessere Zinsen und Renditen bieten, als die Banken das tun. Also was tun? Das ist die Frage, die jetzt wahrscheinlich die Märkte beschäftigen wird bis zum Mittwoch. Heute so ein aufgelaubt, ziemlich sommerlicher, dünnvolumiger Handel. Natürlich wieder positiv, klar. Die Fed wird die Zinsen nicht anheben. Das reicht. Dazu extrem viel Geld von Privatinvestoren in die Märkte geflossen. Aber hier nochmal dieser Konflikt. Wenn du eigentlich jetzt nicht weiter agierst, dann bist du in Gefahr, dass die Inflation letztendlich wieder anzieht. Und wenn du es tust, bist du in Gefahr, dass du eigentlich die Bankenkrise noch weiter verschärfst. Was wird man tun? Wahrscheinlich wird die Fed einen Kompromiss machen. Sie wird die Zinsen am Mittwoch nicht anheben, aber dann eine sogenannte hawkische Guidance geben. Denn wir haben ja am Mittwoch nicht nur die Zinsentscheidung, sondern die Fed wird eben auch sagen, was sie an Wirtschaftswachstum erwartet, was sie an Inflation erwartet. Und da wird sie dann wahrscheinlich sagen, okay, aber dafür werden wir dann sehr wahrscheinlich im Juli die Zinsen anheben. Noch aber kommen ja morgen die Inflationsdaten. Werden die ein Gamechanger? Ja oder nein? Wir sehen hier Credit Suisse. Die sagen, okay, wir dürften auf 4,2 fallen und im Juni sogar auf 3,2%. Das wäre der größte Fall in den letzten oder der größte 2-Monats-Rückgang in den letzten 70 Jahren. Mal sehen, ob es so kommt. Auf der anderen Seite haben wir weiter Lohndruck. Hier die Lohnpreisspirale. Wahrscheinlich ist es eine Preis-Lohnspirale, denn die Löhne steigen, weil die Fed eben, weil die Inflation eben stark gestiegen ist. Die Lebenshaltungskosten werden immer teurer. Die Arbeitnehmer müssen da irgendwie eine Kompensation haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und so wird das dann eine Inflation-Lohnspirale offenkundig, die wir in Deutschland ja auch schon ein bisschen beobachten. Jetzt hat die Fed gesagt, naja, steigende Löhne sind nicht die Hauptursache für Inflation. Das hat zumindest Jerome Powell gesagt. Versucht man jetzt so ein bisschen zu begründen, warum das so ist. Jedenfalls, wenn die Fed in diese Gier-Situation, wir sehen hier Fear and Greed Index bei 78, jetzt bei sich weiter lockernden Finanzkonditionen nichts macht, dann wird sie die Gier weiter verstärken, die Märkte steigen weiter, dann sind alle happy, kaufen sich irgendwelche Sachen, weil ihr Depot so wunderbar gestiegen ist. Hier sehen wir nochmal die Prognosen für die Inflation. Zwischen 4,0 und 4,3 sind diese angesiedelt. Wann wird die Inflation unter 2% fallen, hat Bloomberg hier Experten gefragt. Fast die Hälfte sagt ja, innerhalb der nächsten 2 Jahre, 8,7% immerhin in den nächsten 12 Monaten, und 10,4% sagen, es wird mehr als viele Jahre dauern. Aber schauen wir uns mal hier das schwarze Loch an, sozusagen der Inflationsberechnung, nämlich Mieten, diese ganze Komponente hier, Rents, das, was praktisch damit verbunden ist. Hier sehen wir wieder Anstiege in letzter Zeit. Wir haben auf der anderen Seite Gebrauchtwagenpreise nach unten. Also das ist eine schwierige Geschichte. Die Cleveland Fed, die allerdings meistens daneben liegt, aber vielleicht hat sie diesmal recht prognostiziert, 4,1% in der Headline-Zahl und 5,2% in der Kernrate. Und die Kernrate ist ja das Problem der Fed. Der Dienstleistungssektor, der macht vor allem Inflation, und die scheint nicht so wirklich nach unten zu gehen. Auch die Märkte gehen nicht nach unten. Wir sehen hier den S&P 500 im Plus, vor allem wieder den Nasdaq 100, die großen Tech-Werte, hier eine Amazon, eine Tesla steigt den 173. Tag in Folge. Wir sehen zwischenzeitlich den Russell deutlich im Plus, das hat sich dann ein bisschen nivelliert, aber vor allem sehen wir hier eben diese bullische Situation. Wir hatten schon beim Nasdaq Rallies von 35%, 12%, 25%, 41% und 45% im Jahr 2000. Ich will jetzt nicht heraufbeschwören, dass wir einen solchen Abverkauf wieder sehen wie damals bei Platzen der Dotcom-Blase, aber wir sind schon sehr, sehr luftig
richtig bewertet. Da darf nichts schief gehen. Die Märkte sind zur Perfektion bepreist. Wenn da irgendeine Abweichung ist, dann möchte ich mal wissen, was dann passiert. Jedenfalls sehen wir, dass vor allem Retail-Investoren hier massiv reingegangen sind. Die sind jetzt auch in den Russell reingegangen, in diesen Nebenwerte-Index. Und überall die Rede ja von dem neuen Bullenmarkt. Das ist der erste Bullenmarkt, der bei einer Price-Earnings-Ratio von 20 beginnt, also schon sehr, sehr teuer ist. Und wenn das so weitergeht, dann kommt irgendwann eine harte Landung, weil diese Bewertungen im Prinzip kaum zu rechtfertigen sind. Die Unternehmen müssten in diese Bewertung reinwachsen. Das würde ein optimales Umfeld voraussetzen, das wahrscheinlich nicht gegeben ist. Mike Wilson bleibt im Bärenlager, zumal eben der Nasdaq jetzt 20% über seinem 200-Tages-Durchschnitt ist. Das hatten wir 15 Mal. 15 Mal kam es dann zu einer ziemlich deutlichen Korrektur. Diesmal, meine Damen und Herren, natürlich nicht alles anders. Zumal hier auch das Call-Volumen bei Optionen, gerade bei Privatinvestoren, wieder zugenommen hat. Und die Dinge sind so bullisch, wie Sven Hendrik hier bemerkt, dass selbst der WIX deutlich im Plus ist. Normalerweise, nicht immer, aber oft ist es ja so, steigende Märkte heißt fallender WIX und umgekehrt. Heute nicht, also alles super bullisch. Dementsprechend sollte man jetzt bei der derzeit bestehenden Gier unbedingt auch kaufen, wie hier zu sehen ist. Das war meistens eigentlich der gute Ausstiegspunkt, zumal auch das Put-Call-Ratio jetzt in Bereichen ist, wo normalerweise die Dinge drehen. Diesmal ist alles anders, sicherlich. Und wir sehen, dass der Nasdaq zwar heute auch im Plus ist, aber diese starke Aufwärtsdynamik, die ist jetzt ein bisschen nicht mehr so gegeben, weil viel Geld eben auch in andere Bereiche fließt, in die Nachzügler fließt. Und wenn wir uns jetzt mal übergeordnet die wirtschaftliche Lage, weltwirtschaftliche Lage anschauen, dann sehen wir zum Beispiel Eisenerz heute in China deutlich gefallen, nachdem Goldman Sachs gewarnt hat, der Immobilienmarkt in China wird jahrelang die Wirtschaft ausbremsen. Und Wirtschaft ausbremsen ist vielleicht auch ein Stichwort für Herrn Habeck. Bevor die Leute dort frieren, müssen wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten, sagte Habeck, weil dann möglicherweise ein Gasmangel ist, wenn Russland nicht mehr durch die Ukraine Gas leiten würde. Das ist natürlich eine super Perspektive. Geld, da schaltest du Atomkraftwerke ab. Das ist gleich die erste Empfehlung als Artikel, meine Damen und Herren. Wie Diego Fastnacht hier sagt, du könntest mit Atomstrom zumindest weniger Gas dann für die Stromerzeugung nutzen müssen. Nein, das passiert nicht. Wir schalten lieber in die bereits bestehende Rezession dann Teile unserer Industrie ab. Und dann sagen viele, ja gut, dann lass uns doch mehr LNG-Terminals machen, zum Beispiel vor Rügen. Klar, da brauchst du dann nochmal eine 40 Kilometer lange Pipeline, die wird Milliarden kosten, nach Lubmin. Dazu wird das dreckige, meist aus den USA stammende Fracking-Gas mit Schweröl über die Weltmeere verschifft. Die Amerikaner schließen oft ihre Bohrlöcher nicht, das heißt, da tritt permanent Methan aus. Kann man auf Luftaufnahmen auch sehr gut sehen. Also das ist grüne Politik, wie ich sie mir vorstelle. Hauptsache, wir halten an der Ideologie fest, dann schalten wir lieber unsere Industrie ab. Es ist fast unvorstellbar. Die zweite Empfehlung, die Immobilienpreise in Deutschland sind wieder gefallen, nachdem es eine Erholung gegeben hat. Jetzt sind wir wieder nahe des Januar-Tiefs. Auch die EZB dürfte ja am Donnerstag ziemlich sicher die Zinsen anheben. Und China nochmal, das was vorhin bei Goldman Sachs schon kam. China droht ein jahrelanger Abschwung, weil einfach der Immobilienmarkt zu wichtig ist für die gesamte Wirtschaft. Dort etwa 30% des BIPs. Und wenn da nur eine L-förmige Erholung kommt, was Goldman Sachs erwartet, dann wird das schwer. Was genau hier das Problem ist, das können Sie in diesem Artikel lesen. Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.